Existiert Gott? Diese Frage beschäftigt die größten Denker seit Jahrtausenden. Entweder Gott existiert oder er existiert nicht. Eigentlich eine einfache Sache. Und doch gibt es kein größeres, kein tieferes Geheimnis. Christen werden die Frage natürlich mit Ja und Atheisten mit Nein beantworten. Aber keiner hat den absoluten Beweis. Wir können Gottes Existenz weder beweisen noch widerlegen. Während die einen an einen Gott glauben, weil sie sich nicht vorstellen können, dass dieses gigantische Universum aus Zufall entstanden ist, halten es die anderen für wahrscheinlicher, dass die Natur ohne eine Ursache aus dem Nichts heraus entstand. Aber gibt es Indizien, die diese Fragen zum Teil beantworten können? Wir stellen uns dieser Frage und gehen den wissenschaftlichen Fakten auf den Grund. Das Universum. Allen voran Albert Einstein und Stephen Hawking, die wohl bekanntesten Physiker. Ihre Meinung könnte unterschiedlicher nicht sein. Diese Aussagen passen zu den gängigen Klischees. Die einen glauben nur an die Wissenschaft, aber nicht an Gott. Auf der anderen Seite gibt es viele Wissenschaftler, die an Gott glauben. Doch selbst der bekennende Atheist Stephen Hawking schreibt in seinem bekannten Buch The Brief History of Time, dass man Gottes Existenz nicht ausschließen kann. Beim Betrachten des Universums kann ich nur an einen Schöpfer glauben. Albert Einstein. Richard Dawkins, der das Buch Warum es mit ziemlicher Sicherheit keinen Gott gibt, schrieb, sagte in einem Interview folgendes: Mein größtes Anliegen ist die Wahrheit. Ich will wissen, ob es Gott gibt oder nicht. Dieses sollte auch Ihr Anliegen sein, denn es gibt nur eine Wahrheit. Schauen wir uns die unterschiedlichen Standpunkte an. Standpunkt 1: Die Natur ist aus sich selbst heraus entstanden, ohne Ursache und göttlichen Ursprung. Standpunkt 2: Das Universum wurde geschaffen und unsere Welt ist nicht durch Zufall entstanden. Der Kosmos und die Naturkonstanten. Im Kosmos gelten unveränderlich die universellen, fundamentalen Naturkonstanten, darunter die Lichtgeschwindigkeit, die Gravitationskonstante und andere mehr. Wenn unser Universum nur minimal andere physikalische Eigenschaften hätte, so wäre kein Leben möglich. Ja, der Kosmos würde wahrscheinlich gar nicht mehr existieren. Damit es zu organischem Leben kommen kann, müssen die fundamentalen Gesetzmäßigkeiten und Konstanten innerhalb extrem enger Toleranzgrenzen liegen. Würde der Wert der Gravitationskonstante nur um wenige Billionstel abweichen, wäre das Universum längst kollabiert. Oder die Expansion wäre so stark gewesen, dass sich niemals Sterne und Galaxien hätten bilden können. Und hätte die sogenannte Feinstrukturkonstante, die in der Chemie von großer Bedeutung ist, einen nur geringfügig anderen Wert, wäre es nie zur Verbindung von Kohlenstoffmolekülen gekommen, den grundlegenden Bausteinen jeder Lebensform. Bis heute können die Physiker den Wert von 15 Naturkonstanten nicht erklären. Der Physiker Francis Collins sagte hierzu Folgendes: Es gibt 15 Konstanten, die so präzise sind, dass wenn sie um ein Millionstel oder gar um ein Milliardstel abweichen würden, es keine Galaxien, Sterne, Planeten oder Menschen gäbe. Das Feintuning-Argument ist ein Indiz, das sehr aussagekräftig ist. Durch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse wird klar, welche geradezu einmalig günstigen physikalischen, chemischen und astronomischen Bedingungen auf der Erde herrschen. Der perfekte Abstand zur Sonne. Die Erde hat einen Abstand von 149,5 Millionen Kilometern zur Sonne und damit ganz genau den richtigen Abstand, um die für die Erhaltung des Lebens erforderliche Menge Energie zu erhalten. Wäre die Erde der Sonne näher, so würde alles Leben auf der Erde durch Verbrennen vernichtet. Wäre die Erde von der Sonne weiter entfernt, so würde alles Leben durch Erfrieren zugrunde gehen. Durch die exakte Licht- und Wärmestrahlung der Sonne haben wir Temperaturen zwischen 0 und 40 Grad Celsius, was genau die Spanne ist, die für die Erhaltung von Leben optimal sorgt. Die genaue Neigung der Erdachse. Ein weiterer Punkt für die Lebenserhaltung ist die Neigung der Rotationsachse zur Ebene der Erdbahn um die Sonne.
Berechnungen haben ergeben, bei welchem Neigungsgrad ein Maximum der Erdoberfläche lebensfreundliche Bedingungen hat. Das Ergebnis ist ein Intervall zwischen 23 und 24 Grad. Und es ist erstaunlich, dass die tatsächliche Neigung 23,5 Grad beträgt. Die richtige Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde. Würde die Erde wesentlich langsamer rotieren, dann würden sich extreme Unterschiede des Klimas zwischen der Tag- und Nachtseite bilden. Auf der Tagseite der Erde entstünden infolge der lang andauernden Einstrahlung unerträglich hohe Temperaturen. Die Nachtseite dagegen würde sehr stark auskühlen. Dieser Wechsel der Temperaturen wäre nur für sehr kurzlebige Organismen erträglich. Hingegen sorgt die vorhandene Rotation der Erde für einen kurzen Wechsel zwischen Tag und Nacht und damit verbunden für einen idealen Ausgleich der Temperaturen. Das Magnetfeld der Erde. Das Magnetfeld der Erde schirmt die Erde und damit alles Leben auf ihr vor gefährlicher kosmischer Strahlung ab. Ionisierende Strahlung von unserer Sonne und anderen Sternen wird durch das Magnetfeld abgelenkt und ist nur an den Polen als Himmelslicht zu sehen. Ohne das Magnetfeld wäre komplexes Leben aufgrund der zerstörerischen Strahlung, die Zell- und DNA-Schäden verursachen würde, kaum möglich. Die Zusammensetzung der Atmosphäre. Die Atmosphäre besteht aus 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% restlichen Gasen. Diese Zusammensetzung ist genau abgestimmt. Bei etwas höherem Sauerstoffgehalt käme es zu Sauerstoffvergiftung. Auch würde die Erde zu einem leicht entflammbaren Planeten werden. Der Hauptanteil der Atmosphäre von Venus oder Mars ist Kohlendioxid. Für Lebewesen ist das eine tödliche Substanz. Sauerstoff hingegen kommt dort nur in Spuren vor. Der stabilisierende Mond. Der Mond ist der Stabilisator der Erde. Im Verhältnis zu anderen Planeten hat die Erde einen außergewöhnlich großen Mond, der ein Taumeln der Erde verhindert und die Erdachse stabil bei 23,5 Grad hält. Nur so sind stabile Klimazonen möglich, in denen Tier- und Pflanzenarten mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen existieren können. Weiterhin ist die Wirkung des Mondes auf die riesigen Wassermengen der Meere durch die Gezeiten nicht zu unterschätzen. In einem etwa 12-stündigen Rhythmus wird das Meer bis an den Grund durchmischt und mit Sauerstoff angereichert. Die Kombination dieser und noch vieler anderer Faktoren macht das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich. Alles ist weise konzipiert. Der richtige Abstand zur Sonne, die Umlaufgeschwindigkeit, der Neigungswinkel von 23,5 Grad und die Zusammensetzung der Atmosphäre. Ist das alles wirklich durch Zufall entstanden? Die Wetten gegen das Universum, wie das unsere, das aus etwas wie dem Urknall entsteht, stehen haushoch gegen uns. Es ist schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt eines Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Stephen Hawking. Der Mensch. Der menschliche Körper stellt ein Gesamtkunstwerk von äußerster Komplexität dar. Verschiedene Körpersysteme und deren Einzelteile ermöglichen durch ihr ständiges Zusammenspiel die Funktionen, die unser Leben bestimmen. Damit dieses Zusammenspiel funktioniert, müssen die einzelnen Organe, ähnlich wie Zahnräder und Bauteile einer Maschine, direkt oder indirekt miteinander verbunden sein. Das Skelett, das dem Körper Halt und Form gibt, ermöglicht solche Verbindungen. Über ein Gerüst aus Knorpeln und Knochen haben alle Organe Kontakt zueinander und werden gleichzeitig geschützt. Auch lebenswichtige Stoffe wie rote Blutkörperchen zum Sauerstofftransport werden im Skelett bzw. im Knochenmark gebildet. Das Auge, das Gehirn, das Herz oder die Haut sind einzigartig. Viele Organe unseres Körpers sind komplex aufgebaut und nur im Zusammenspiel aller Einzelteile funktionsfähig. Fehlt ein Teil oder hat es eine andere Form oder keine vollständige Funktion, kann das ganze Organ nicht richtig funktionieren. Betrachtet man das Auge und hier die wesentlichen Teile wie Linse, Pupille, Augenflüssigkeit, Netzhaut und Sehnerv, so erkennt man schnell die Unterschiedlichkeit in Funktion und Arbeitsweise der Einzelteile, die aber dennoch perfekt aufeinander abgestimmt gemeinsam ein leistungsfähiges und für den Menschen optimales Sinnesorgan bilden. Schauen wir uns einige der unglaublichen Leistungen unseres Körpers an.
Jeden Tag verliert und ersetzt der menschliche Körper 200 Milliarden rote Blutzellen. Ein rotes Blutkörperchen reist über 150 Kilometer durch das insgesamt fast 100.000 Kilometer lange Netzwerk der Venen, Arterien und Kapillaren. Unser Gehirn kann Daten von etwa 30 Millionen Gigabyte speichern. So viel, wie auf die Festplatten von 300.000 handelsüblichen Computern passt. Die Nervenzellen unseres Gehirns würden, läge man sie nebeneinander, eine Länge von 100.000 Kilometern ergeben. Und die Nervenimpulse rasen mit mehr als 400 Stundenkilometern durch den Körper. Während Sie diese Zeilen hören, laufen zwischen Ihren Ohren über 1 Million chemische Reaktionen ab. Das Herz transportiert in einem durchschnittlichen Leben etwa 400 Millionen Liter Blut durch den Körper und schlägt etwa 3 Milliarden Mal im Laufe eines 75-jährigen Lebens. Und das oft völlig wartungsfrei, um den Körper mit dem lebenswichtigen Sauerstoff zu versorgen. Unser Körper besteht aus ca. 100.000 Milliarden Körperzellen, die miteinander in Verbindung stehen, und unser Gehirn aus ca. 100 Milliarden Nervenzellen. Es werden jede Sekunde etwa 50 Millionen neue Zellen produziert. Jeder Quadratzentimeter Haut enthält Millionen von Zellen, Schmerz-, Druck- und Temperaturrezeptoren, 15 Talgdrüsen, 100 Schweißdrüsen, 4 Meter Nervenfasern und 1 Meter Blutgefäße. Es gibt in der Natur viele solcher Beispiele, die wie ein Wunder erscheinen. Die Photosynthese der Pflanzen. So können Pflanzen Sonnenlicht in Energie umsetzen. Das Zugverhalten der Tiere. Junge Goldregenpfeifer fliegen in 3 Tagen 4.500 Kilometer nonstop nach Hawaii. Woher kennen sie den Weg und das Ziel? Die Keimfähigkeit von Pflanzen. Es ist möglich, künstliche Kartoffeln herzustellen, aber es ist nicht möglich, sie zum Keimen zu bringen. Es fehlt das Leben. Der Schmetterling entwickelt sich vom Ei zur Raupe. Die Raupe frisst so lange, bis sie ganz mit Pflanzenmasse gefüllt ist. Dann wird sie zur Puppe und die Pflanzenmasse in ihr verwandelt sich in einen Schmetterling. Evolution oder Schöpfung? Es gibt ewig gültige physikalische Wahrheiten, wie das Gesetz der Schwerkraft, für die kein Gott notwendig ist. Aber woher kommen diese Naturgesetze? Wer hat sie in Kraft gesetzt? Schauen wir uns 3 Widersprüche an. Erstens, das Universum ist durch einen Urknall aus dem Nichts entstanden. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik schließt einen Zufall aus. Die Summe aller Energien in einem geschlossenen System bleibt stets gleich. Energie kann also nicht aus dem Nichts entstehen. Von nichts kommt nichts. Die Urknalltheorie setzt aber voraus, dass sehr viel Energie plötzlich vorhanden war und freigesetzt wurde. Das Universum müsste also gegen die gültigen Naturgesetze entstanden sein. Zudem missachtet die Urknalltheorie das Naturgesetz der Kausalität, welches besagt, jedes Ereignis hat eine Ursache. Es kann also nichts aus dem Nichts entstehen. Die Materie kann nicht ewig sein, sich selbst organisieren und etwas erzeugen, was über ihre Eigenschaften hinausgeht. Jede Explosion schafft Zerstörung und Chaos. Nur beim Urknall soll aus einer Explosion eine wunderbare Ordnung entstanden sein? Die Urknalltheorie muss das 2. Grundgesetz der Thermodynamik leugnen, welches besagt, in einem sich selbst überlassenen System wächst nicht die Ordnung, sondern die Unordnung. Man spricht auch vom Gesetz der Entropie. Alles zerfällt, vom Komplexen zum Einfachen. Zweitens, das Leben ist zufällig durch Selbstorganisation der Materie entstanden. Der Biologe Louis Pasteur sagte dazu, alles Leben entsteht nur aus Leben und erzeugt ausschließlich die eigene Art. Das Gesetz der Lebensentstehung wurde noch nie durchbrochen. Noch nie konnte in irgendeinem Labor der Welt Leben von selbst aus Materie entstehen. Kann also Leben aus dem Nichts entstehen? Der Mikrobiologe erkannte genau diesen Punkt. Leben kann nur von Leben kommen. Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Arthur Schopenhauer. Drittens, der Kodierungsprozess einer Zelle ist durch zufällige chemische Prozesse und Mutation entstanden. Hörentwicklungen gibt es ausschließlich da, wo Informationen und Intelligenz eingesetzt werden. Unserem Leben liegt ein genetischer Code zugrunde.
Die Grundsätze der Informatik besagen: Es gibt keine Information ohne Sender und ohne Code. Es gibt keine Information ohne ursprüngliche geistige Quelle. Es gibt keine Information ohne Willen und Ziel. Es gibt keine Information durch Zufall. Das Codierungssystem der DNS ist von unvorstellbarer Komplexität. In der DNS sind von Anfang an alle nötigen Informationen für den Stoffwechsel, den Lebenserhalt und die Fortpflanzung gespeichert. Informationen von gewaltigem Umfang. Die gesamte deutsche Bibliothek würde zum Vergleich in ein Hundertstel eines Stecknadelkopfes passen. Es ist unvorstellbar, dass selbst der erste Computer per Zufall entstanden sei und programmiert wurde. Noch viel unvorstellbarer ist es, dass die DNS sich zufällig programmiert hat. Es gibt keine Information ohne geistigen Ursprung. Würde man jedoch einen einfachen Algorithmus aus dem Weltall aufnehmen, wäre dies für die meisten der Beweis für außerirdisches Leben. Oft wird die Naturwissenschaft gegen den Glauben an Gott ausgespielt. Das Magazin Time widmete vor einiger Zeit einer Titelgeschichte die Frage: Was sagt die Naturwissenschaft über Gott? Dort stellten sie Folgendes fest: In einer stillen Revolution der Gedanken und Argumente, die vor 2 Jahrzehnten kaum einer vorausgesehen hätte, spielte die Frage nach Gott wieder eine größere Rolle. Ein erheblicher Teil der Biologen, aber auch immer mehr Physiker, sind am Ende ihres rein wissenschaftlichen Lateins angelangt. Desto mehr geforscht wird, desto verwirrender sind auch die Zusammenhänge. Fast unerwartet kommt hier für viele Forscher ein ganz neuer Faktor ins Spiel: Gott. Dies ist ein Thema, das seit Jahrzehnten in aufgeklärten Kreisen als Tabu gilt. Das Magazin kommt zu dem Entschluss, dass alle Wissenschaftler bei der Erforschung der Evolutionsgeschichte irgendwann vor einem Vorhang landen, hinter den niemand blicken kann. Wenn wir schon zugeben müssen, dass wir hinter diesen Vorhang nicht schauen können, wie wollen wir dann sicher sein, dass dort nichts ist? Der deutsche Naturwissenschaftler Werner Gitt stellt hier folgende Fragen. Alles ist programmiert. Gestirne, Naturgesetze, Tiere, Pflanzen. Alles funktioniert im Rahmen bestimmter programmierter Abläufe. Wer ist der Programmierer? Wer hat Samen, Eier, Keimzellen so programmiert, dass aus ihnen Leben entsteht? Woher wissen Zugvögel, wohin sie zu fliegen haben, auch wenn sie von Menschen aufgezogen worden sind? Alles beruht auf hochkomplizierten Informationen, sogenannten genetischen Codes. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Zufallserklärung der Evolution für diese Art von Informationen ausscheidet. Denn nicht materielle Information kann sich nicht durch Evolution entwickeln. Dazu braucht es immer einen Informationsgeber. Der Naturwissenschaftler kann sich Gedanken machen, was hinter dem Vorhang geschah und ob das Universum dazu bestimmt war, intelligentes Leben zu schaffen. Time betont hier, dass diese Frage nach einer theologischen Antwort ruft. Es ist eine wenig publizierte Tatsache, dass viele, wenn nicht gar die meisten Evolutionsbiologen heute dieser Ansicht sind. Und Time geht noch weiter. Tatsächlich hätten viele Biologen dies schon lange geglaubt, nur haben sie es nie zugegeben. Biologen ahnen also schon lange die Hand Gottes hinter dem Vorhang. Diese Gedanken sind auch unter Physikern nicht mehr tabu. Jeder, der nicht an eine göttliche Schöpferkraft glaubt, wird hier an seine Grenzen stoßen. Einer von ihnen, der Physiker Paul Davis, gewinnt aus den schöpferischen Eigenschaften des Universums den überwältigenden Eindruck einer Bestimmung. Das klingt nach Deismus, mit dem schon George Washington, Benjamin Franklin oder Thomas Jefferson sympathisiert haben. Gott, der große Uhrmacher, ist Kraft menschlicher Vernunft an seinem Uhrwerk, dem Universum, zu erkennen. Er hat es aufgezogen und nun läuft es nach seinen eigenen Gesetzen ab. Dieses Universum scheint so angelegt zu sein, dass es nicht nur intelligentes, sondern auch sinnvolles Leben schafft. Im Universum passt alles auf wundersame Weise zusammen. War das nur eine große Anhäufung von Zufällen? Für Thomas Edison war Gott der Größte unter den Ingenieuren. Dass sich das Universum aus dem Nichts gebildet haben soll, ist für viele Wissenschaftler schwer vorstellbar. Es gibt zwar keinen unwiderlegbaren Beweis für die Existenz Gottes, aber viele starke Indizien weisen darauf hin, sind gewissermaßen Gottes Fingerabdrücke.
Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlose, überlegene Vernunft. Alles, was wir in der Welt erkennen, hat eine Ursache, die außerhalb seiner selbst liegt. Irgendetwas hat den Urknall verursachen müssen, aber was? Was könnte dies anderes sein als ein übernatürliches Wesen, das in sich selbst existiert? Der Wissenschaftler Francis Collins sagte Folgendes: Die Tatsache, dass das Universum einen Anfang hatte, bedeutet natürlich, dass da jemand war, der diesen Anfang bewerkstelligen konnte. Und mir scheint es, dass dieser jemand außerhalb der Natur sein musste. Selbst Darwin glaubte nicht an eine Schöpfung ohne Schöpfer. Er sagte Folgendes: Ich habe niemals die Existenz Gottes verneint. Ich glaube, dass die Entwicklungstheorie absolut versöhnlich mit dem Glauben an Gott ist. Die Unmöglichkeit des Beweisens und Begreifens, dass das großartige, über alle Maßen herrliche Weltall ebenso wie der Mensch zufällig geworden ist, scheint mir das Hauptargument für die Existenz Gottes. Stellen Sie sich vor, auf einem Schrottplatz liegen alle Einzelteile für eine Boeing 747 und ein Tornado fegt darüber hinweg. Mit welcher Wahrscheinlichkeit würde hinterher ein Flugzeug dastehen, das startbereit ist? Newton glaubte, dass die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls nur nach dem Plan eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen ist. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis, sagte Newton. Was, wenn der Glaube an Gott die größte Erkenntnis und die einzige Konsequenz aller ehrlichen wissenschaftlichen Forschung ist? Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft bringt den Atheismus. Aber auf dem Boden wartet Gott. Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg. Wir sind in der Lage, die Spuren der Schöpfertätigkeit Gottes zu erkennen, der alles perfekt erschaffen hat. Die Bibel sagt dazu: Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Neben der Schöpfung gibt es noch weitere Indizien, dass Gott existiert. Das Gewissen. Eines der herausragenden Merkmale des Menschen ist seine Fähigkeit zu moralischem Denken, also zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Diese Fähigkeit ist eine wesentliche Basis des menschlichen Zusammenlebens. Sie ist nicht durch äußere Einflüsse angeeignet, sondern befindet sich in jedem Menschen jeglicher Herkunft. Es ist diese leise Stimme, die uns daran erinnert, dass Lüge, Betrug, Diebstahl, Mord und so weiter Unrecht sind. Woher kommt diese Stimme? Wer hat sie installiert? Ist sie biologisch nachweisbar oder ist sie der Beweis, dass es eine göttliche Komponente im Menschen gibt? Der große deutsche Philosoph Immanuel Kant brachte es in seinem berühmten Werk Kritik der reinen Vernunft zum Ausdruck. Zwei Dinge gibt es, die den Geist mit immer neuer wachsender Bewunderung und mit Staunen erfüllen. Der Himmel voller Sterne über uns und das moralische Gesetz in uns. Woher kommt dieses Unrechtsbewusstsein, wenn es keine übergeordnete Gerechtigkeit gibt? Die Bibel. Jörg Pinnock, Professor für Textinterpretation, beobachtet Folgendes: Es gibt unter den Zeugnissen der altertümlichen Welt kein Dokument mit einem so hervorragenden Satz von textlichen und historischen Beweisen. In der Bibel finden wir über 3000 Zukunftsvorhersagen, die sich exakt und fehlerfrei erfüllt haben, bis in unsere Zeit. Viele dieser Vorhersagen waren zu der Zeit, als sie aufgeschrieben wurden, weder technisch, geografisch noch kulturell möglich. Wie kann die Bibel geschichtliche Ereignisse beinhalten, die sich dann über hunderte von Jahren genauso erfüllen? Wie konnte das Schicksal von Städten, Ländern und Völkern korrekt und konkret bis heute in ihr festgehalten werden? Der Geburtsort und die Kreuzigung Jesu sowie 300 weitere Details, die sich in seinem Leben genauso ereignet haben. Hat sich das alles zufällig erfüllt oder ist ein allwissender Gott Autor der Bibel? Selbst der Skeptiker Werner Keller kam nach jahrelangen Nachforschungen durch die überwältigende Menge der Beweise zu folgender Schlussfolgerung: Und die Bibel hat doch recht. Die Bibel beansprucht, Gottes Wort zu sein. Dies wird von führenden Historikern anerkannt und durch archäologische Funde begründet.
Wenn Gott Realität ist und wir an seiner Realität vorbeileben, verpassen wir den Sinn unseres Lebens und seinen Plan für uns. Er hat nie ein Buch geschrieben, aber über keinen anderen Menschen wurden so viele Bücher geschrieben wie über ihn. Der TV-Moderator Larry King sagte, wenn ich irgendeine Person in meine Talkshow einladen könnte, dann wäre es Jesus Christus. Keiner hat die Welt mehr verändert als er. Aber wer war er? Jesus selbst beanspruchte, Gottes Sohn zu sein. Bono, Sänger von der Band U2, sagte, dass man in der Wahl zurückbleibt, dass Christus entweder der Messias war oder ein Spinner. Die Vorstellung, dass der gesamte Lauf der Zivilisation von einem Spinner verändert wurde, findet Bono abwegig. Das Leben Jesu ist einzigartig und faszinierend. Seine Lehre bildet die Grundlage für unsere gesamte westliche Zivilisation. Viele Gesetze unseres Landes gehen auf seine Aussagen zurück. Er sprach von vollkommener Liebe und sein Reden und sein Handeln waren eine vollkommene Einheit. Sein Charakter war geprägt von Selbstlosigkeit und seine Feinde konnten keinen Fehler an ihm finden. Seine Freunde sagten, er sei ohne Sünde. Außerdem bestehen keine Zweifel, dass Jesus Wunder vollbracht hat. Er heilte Blinde, Taube und Verkrüppelte und weckte sogar Tote auf. Er sagte kurz vor seiner Kreuzigung, dass er sein Leben freiwillig für unsere Schuld geben wird und am dritten Tag von den Toten aufersteht. Genau so geschah es. Nach seiner Auferstehung zeigte er sich in über 40 Tagen mehr als 500 verschiedenen Personen. Blaise Pascal war ein Genie unter den Mathematikern und Physikern seiner Zeit. Seine berühmte Wette lautete, entweder Gott ist oder er ist nicht. Worauf wollen Sie setzen? Es gibt zwei Möglichkeiten und beide sind ungewiss. Was wollen wir also tun? Da Gott außerhalb von Raum und Zeit existiert, kann die Wissenschaft über ihn keine Aussagen treffen. Also lässt sich seine Existenz auch nicht beweisen. Muss die Vernunft vor Gott kapitulieren? Können wir an ihn also nur glauben? Wir haben uns einige Indizien angesehen, die für die Existenz Gottes sprechen. Natürlich können wir Gott nicht beweisen. Aber viele, die sich aufgrund dieser Fakten entschieden haben, ihn kennenzulernen, haben seine Realität erfahren. Um ein überzeugter Christ zu werden, muss man nicht seinen Verstand an der Garderobe abgeben. Es bedeutet vielmehr, dass man die unterschiedlichen Fakten geprüft hat und zu dem Entschluss gekommen ist, der naheliegend und die Annahme dessen für das Leben am besten ist. Gott ist der Schöpfer des Universums und die Bibel ist sein Wort. Daher werde ich mein Leben Jesus anvertrauen, der für meine Schuld starb und am dritten Tag auferstand. Es könnte noch lange über wissenschaftliche Erkenntnisse diskutiert werden. Nur die Erfahrung seiner Realität macht den Unterschied. Wenn Sie ihm jetzt begegnen möchten, dann sprechen Sie doch folgendes Gebet. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Lass mich die Wahrheit erkennen. Aber nicht nur mit meinem Verstand, sondern auch mit meinem Herzen. Bitte komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir danken, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Erfülle mein Herz mit deiner Weisheit. Danke, dass du mich liebst. Amen. Ein neuer Anfang. Wenn Sie dieses Gebet von Herzen gesprochen haben, haben Sie durch Jesus Christus eine persönliche Beziehung zu Gott. Bete und rede jeden Tag mit Gott. Lies in der Bibel, um Jesus Christus besser kennenzulernen. Suche Kontakt zu anderen Christen, damit du im Glauben weiter wachsen kannst. Erzähle deinen Mitmenschen von Jesus und was er für uns getan hat. Denn bedenke, dass das Leben hier auf Erden eines Tages endet und die Ewigkeit beginnt.